Leute, was geht los da rein? So muss das sein. Herzlich willkommen zurück bei LDS Gaming. Ich bin euer Finn und das geht weiter mit Dying Light 2 und wir sind im Pausenmenü stehen geblieben, denn wir haben gerade eine ziemlich, ja, aufreibende Szene und wir müssen Sprengstoff finden. Let's go. Jo. Also ich meine, ja, also ihr erinnert euch, ne? Wir sind genau hier stehen geblieben. Wir können ja die kleinen, könnte man ja wegboxen, aber nicht die großen. Du bist eine Nutte, Alter, weißt du das? Keiner von deinen Homies folgt, okay. Ah, so kann man aber schon mal raus filtrieren. Keine Ahnung, was das ein Wort ist. Hört sich gut an. Hier kommen dann wenigstens die hoch, die laufen können, weißt du? Und die kannst du dann mal eben schon mal wegmachen. Dann hast du vor den Schnellen schon mal keinen Stress mehr. Aber die Dicken kriege ich doch nie im Leben weg, oder? Oh, sieht der mich nicht? Doch, der sieht mich. Siehst mich nicht, Junge, siehst mich nicht. Er sieht mich echt nicht. Ah, du kannst sneaken, Alter. Wow, daneben ist direkt ein großer, glaube ich. Hat der daneben geschlagen? Ne, okay, ich glaube, es war kein großer. Wir gehen erstmal wieder hier hin und machen die Schnellen weg. Komm ran. Okay, komm nochmal ran. Mein Fehler. Jetzt kannst du liegen bleiben. Warte mal, ich kann doch irgendwie auch Flaschen werfen, ne? Täuschkörper. Werfen um ein Gewalt. Wie kann ich den jetzt werfen? So, ne, so schon mal nicht. Ah, den nimmt er einfach mit der anderen Hand. Ich den da ganz hinten hinwerfe? Bringt das was? Also die Großen lassen sich nicht beirren. Irgendeiner hat mich gesehen. Weiß nicht, wer, der Dicke oder was? Ja, okay, der Dicke. Der andere Dicke läuft einfach durchs Feuer, weißt du? Also wenn ich das nur auf die hier beschränken könnte, weil die sind halt übel langsam. Wenn die hier einmal in der Ecke sind, müsste ich da hinten die looten können. Gehe ich mal von aus. Er trifft mich trotzdem! Ich bin ausgewichen. Habe ich zumindest gedacht. Sollte mal Taschenlampe machen. Pump durch, Alter. Eben. Okay, hätte ich easy geschafft. Die sind halt extremst langsam. Paar hier sind natürlich wieder kleine. Aber solange halt kein großer da ist, lass uns die kleinen mal ruhig wegbumsen. Obwohl die natürlich auch ihre Zeit bei uns. Aber da hinten die großen sehen mich jetzt schon gar nicht mehr. Ah, okay, du kannst halt easy in ein Gebiet pullen. Ja, ich meine, jetzt kommt da aber trotzdem in ein anderes Gebiet pullen und dann halt hier looten, weil die sind da so langsam. Ich kann wahrscheinlich die noch looten hier, ey. Komm, easy. Könnte knapp werden. Easy. Augen zu und durch, Augen zu und durch. Alberto, ich habe die Sprengladungen. Großartig, sehr gut. Worauf wartest du dann noch? Komm wieder her! Schon unterwegs. Immunität niedrig, aber sollten wir wohl hinbekommen.
Oh Gott. Es ist sehr hoch. Easy. Das ist gar nicht gut. Mist. So, wir sind mit Schwarzlicht. Können wir in aller Ruhe den seine Quest mitnehmen. Gibt's ein Problem? Ein Problem? Pilger, du musst mir helfen. Ich stecke in der Scheiße. Und zwar ziemlich tief. Was los, Junge? Wenn du mir nicht hilfst, wird mich dieser kahle Kerl verprügeln. Das ist nämlich mein Onkel. Er hat Hände wie gusseiserne Bratpfannen. Als er mich das letzte Mal schlug, hatte ich ein gewaltiges Horn an der Stirn. Wie ein verdammtes Nashorn. Sah aus wie ein Regenbogen. Also das Horn, meine ich. Wettwegen. Womit hast du deinen Onkel denn diesmal so verärgert? Noch ist er nicht verärgert. Aber gleich. Ich hab mal einfach nur ein Nickerchen gemacht. Und dann, zack, hab ich irgendwie durchgeschlafen, wie ein Sumpffrosch im Winter. Das Schlimmste ist, dass die Würste kurz vor dem Verrotten sind. Brauchbares Essen wegzuschmeißen ist heutzutage echt ein Verbrechen. Naja, halbwegs brauchbares Essen. Zumindest kriegt man nicht gleich Durchfall davon. Wenn man sie in der nächsten Stunde noch isst, ist alles gut. Okay, da rennt dann maximal vielleicht einer aufs Klo. Aber immer noch besser als verhungern. Schließlich hat keiner so viel Durchfall, dass er verhungert, oder? Aber wenn wir noch 3 Stunden warten, werden alle Ärsche so viel Kacke versprühen wie ein Geysir. Die Kotzerei kommt noch als Sahnehäubchen obendrauf. Geiles Bild. Mein Onkel wird mich umbringen und meine Leiche an die Infizierten verfüttern. Ich würde das Essen ja selbst rüberbringen, aber ich muss noch den Räucherofen vorbereiten. Wenn das Essen nicht rechtzeitig ankommt, du weißt, was dann los ist. Nee, aber ich helfe dir. Zeig mir, wo ich hin muss. Oh Mann, du machst dir keine Vorstellung, wie wichtig das für mich ist. Nimm dir das Essen auf dem Tisch und liefere es schnell aus. Geht das jetzt auf Zeit? Herausforderung, verfolgst du. Okay, verstehe, wir müssen also sauber eine Parcours-Herausforderung. Machen wir die mal eben? Ich glaube, nachts ist eigentlich ein bisschen blöd, oder? Wahrscheinlich. Weißt du was? YOLO, Junge. Vielleicht geht ihr so in die richtige Richtung, wer weiß. Ja. Then again, vielleicht auch nicht, ne? Ah, die Reihenfolge ist egal. Ah, okay. Gut, dass wir da gestartet sind. Wo ich jetzt nochmal extra hinrennen musste, ne? Ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es eine bessere Route gibt. Eigentlich cool gemacht, ne, dass sie solche Nebenquests als so eine Herausforderung hier gemacht haben und nicht nur stumpf so eine Ablieferquest. Scheiße, Mann. Aber immer wenn du B drückst, kriegt er halt... Ja, meistens sogar gar keinen Schaden. Geil gemacht. Obwohl, ich hab Schaden bekommen, da laber ich. Junge Aiden, was war das für ein Move? Ist
Ist aber trotzdem noch Gold, ne? Ja. Hey! Hättest du Lust auf eine Runde? Spaß? Moment. Jetzt wirst du wieder zurückgeportet. Mit dem hätte ich gerne geredet, aber ist egal. Du bist der Hammer. Ich weiß, dass du es noch rechtzeitig geschafft hast. Ich habe jemanden getroffen, der ein Wurstbrot gegessen hat. Und er sagte, alles war okay. Er fand es sogar lecker. Wahnsinn. Danke. Krass. Danke, danke. Hast du etwas Zeit für mich? Tja, dann... Ich hätte nämlich wieder einen Wurstauftrag zur Durchfallverhinderung für dich. Und du weißt ja schon, wo alles hin muss. Junge, sehe ich aus wie einer, der einen Wurstauftrag braucht, Alter. Aber bei diesem Wetter muss man mit dem Essen vorsichtig sein. Je schneller das Essen in den Mägen landet, desto besser ist es für alle. Jetzt kannst du deinen Wurstscheiß erstmal alleine machen, ey. So, dann gehen wir Hauptquest, glaube ich, nach, oder? Würde ich doch mal sagen. Falsche Taste. Puh. Oh, Aiden, wieso hältst du dich nicht fest, Alter? Also der Track ist geil, aber der macht manchmal ziemlich übel Stress, völlig unnötig. So, ich hab den Sprengstoff. Vincenzo und Alberto. Wo ist der Alberto? Ah, da hinten. Wo ist dein Vater? Doch nicht. Bist du ja. Nee, war der gar nicht. Nur zwei? Den Rest haben die Picards. Wir müssen. Du musst. Wir brauchen. Ich kann nicht ohne. Nitrat. Wir brauchen Dünger. Mit dem können wir mehr Sprengstoff herstellen. Die alten Nightrunner haben alles. Auf jeden Fall alles, was wir für mehr Bomben brauchen. Ich kenne da einen. Lebt auf einem Dach. Ob Freund oder Feind, wer weiß. Killian, kennst du ihn? Killian? Hakons Kumpel? Ja, Killian. Da waren wir schon mal. Ich werde dir erklären, wie du... Ich weiß, wie man hinkommt. Danke. Noch hier? Was? Jo. Wir haben Wasser. Den kennen wir. Ja, wir gehen ab zu Killian. Wir machen mal eben Inventar-Check. Fällt mir gerade so ein. Siehst du, deswegen machen wir das. Und das andere geht sogar alles noch. Die ist vielleicht schon lohnend besser, oder? Ah, naja, okay. Ein plus ein Rüstung. Hier haben wir noch was. Und New Shoes haben wir. Aber alles scheiße. Also weg mit dem Schund. Weiter geht's. Wir gehen jetzt auch mal einfach nachts, so, wir sind keine Muschis mehr, wir warten nicht auf Tag. Oh, wir sind falsch rausgegangen, egal.
Du hast nichts gesehen, Euler. Alter, wurde der direkt getriggert? Ja, ich glaube nicht. Der will eh wieder was für die Hilfe haben. Oder der ist nicht da oder so. Hier ist Aiden. Killian, nix da. Oh fuck. Hau ab, Junge, Alter. Ja, was ist jetzt mit Killian? Hintertür. Bist du da? Killian! Scheiße! Also wenn er jetzt nicht aufmacht, ist er wirklich nicht da. Weil, seien wir mal alle ehrlich, da würden wir alle aufmachen. Ich will aber hier meinen Spinnen sehen, wollte ich gerade machen. Wie oft soll ich das noch versuchen? Muss ich irgendwie oben rein oder so? Mal hier von der Seite. Ja, dann oben bestimmt. Oder auch nicht. Junge, wieso drücke ich denn jetzt immer L2? Ah, geil, ey. Hier wird mir jemand angezeigt. Aber hier ist keine Hitbox. Kill ihn, Bruder, Alter. Mach die Tür auf. Dietrich, Da hinten ist ein Vieh, aber ich weiß nicht, ob das was macht. Gibt's nicht. Damals dachten wohl alle, die Freundschaft ginge nie kaputt. Bingo. Alberto. Ach, jetzt hab ich den einfach nur geklaut, okay. Vincenzo. Kann dich kaum hören. Die PKs. Sie haben hier alles durchsucht. Ich kann jetzt nicht. Der Verräter. Es ist alle verkauft. Huch. Aiden. Papa ist schon vor zum Windrad. Triff ihn da. Ich komme, sobald ich kann. Sorg dafür, dass Papa den Dünger bekommt. Okay, ich werde mein Bestes geben. Bayer okay. Dich. Und wieder macht die Musik halt übel Stress, aber geht halt nicht auf Zeit oder so. Sie sind mir auf den Nerven. Ich komme hier nicht weg, Aiden. Die nächste Patrouille. Du musst das ohne mich machen. Geh zu meinem Papa. Ich verfolge das Ganze über Funk. Dein Papa und ich? Hältst du das für eine gute Idee? Uns bleibt keine andere Wahl, Aiden. Ist ja gut. Wieso war jetzt kurz Zeitlupe? Dieser Plan bedeutet meinem Vater alles. Ich weiß nicht, ob du es bemerkt hast, aber Papa ist ein wenig unbeholfen und erhält nicht den Respekt, der ihm gebührt. Das ist die Chance, Karl und Sophie und allen im Bazar zu beweisen, dass sie falsch lagen. Ihnen zu zeigen, was Papa kann, was er drauf hat. Ja, danke. Ist er der Held des Bazars? Er wollte schon immer so was Großes machen. Tja, genau das macht mir Angst. Ich bin über Funk bei euch. Hallo? Scheiße, ich wurde Hallo? Entdeckt. Wurde entdeckt und werde angekotzt. Vincenzo, ich höre dich nicht. Was? Was muss ich? Was? Wir sind da. What the fuck is going on here? Ich hab den Dünger. Bist du sicher, dass du das kannst? Klar doch. Und wenn nicht, na, dann kann ich ja immer noch Vincenzo fragen.
Das Windrad stört das Signal zu stark. Der Funk funktioniert nicht. Ah, ja. Da wird mir schon noch was einfallen. Ist ja kinderleicht. Sicher? Er hat mir alles erklärt. Entspann dich. Wir packen das. Du und ich, wir packen das. Wird schon... klappen? Wie ich schon sagte, kinderleicht. Die Bomben sind bereit. Du bist dran. Nimm die Bomben und bring sie an Vincenzos Markierungen an. Bomben platzieren. Was soll da schiefgehen? Du kannst ja doch komplette Sätze sprechen. Ja, yep, so ist es. Albertus Versteck. Ah, guck mal, ja, das ist jetzt auch ein neues Versteck. Platzieren Sie den Sprengstoff an den markierten Orten. Kinderleicht. Alter, da muss ich jetzt hin? Die Bomben sind bereit. Aber, also greifen mich die Peacekeeper an oder was? Oder kann ich da einfach so reinmarschieren? Mit Sicherheit nicht, aber deswegen ist hier auch direkt ganz komfortabel eine Lücke. Okay, aber ich schätze mal, wir müssen uns als sneaky verhalten. Ne, gehe ich doch mal von aus. 30 Meter, also das hier ist das Erste. Aber hier sind nicht allzu viele, glaube ich, da. Wir können hier natürlich auch ein bisschen Loot mitnehmen. Warum nicht, wenn wir schon da sind? Dietrich Mittel, easy. Ziehen wir die Leute noch ab hier. So, warte mal. Hier ist gar keiner, oder was? Nur da drüben. Da ist... Was ist denn mit ihm? Er sieht mich. Kann ich ihn lynchen? Nice. Sag ich da mal. Aber wer hat mich gerade gesehen? Der, oder was? Ah, ich kann ja hier hoch, warte mal. Ist da oben irgendwo einer oder kann ich hier Krach machen? Nein. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, Alter. Das kam jetzt genau passend, der Busch. Die kommen hier beide. Ne, der eine steht. Alter, ich bin wäre eigentlich gut, wenn der herkommt. Gut zu wissen, dass der Trupp in diesen Tagen auf mich aufpasst. Finde ich auch. Ne, da macht der Trupp auch richtig gut, ey. Können wir hier vielleicht noch weiter hoch? Oder? Hier kommen wir, glaube ich, nur runter. Aiden hängt. Ne, hier kann ich nie wieder durch. Okay. Ah. Ah, ich hole den lieber weg, oder? Sofort ausspucken, wer Lucas getötet hat. Fall nicht runter. Na ja, dann fall runter. Da war Wasser. Ich dachte, da wäre vielleicht eine andere Ebene.
Da kommt er nicht hoch. Ist nicht schlimm. Nice Loot. Oh fuck, ich habe einen ausgelassen. Ja, warte mal, wir sind jetzt näher an dem hier, dann machen wir erstmal den. Hier ist irgendwo einer. Oder was ist der Pfeil da? Ach, das ist mein Punkt in der Mitte, mein Gott. Nummer 2. Dietrich schwer, oh, okay. Also schwer ist halt schon schwer, ne? Wie der Name schon sagt. Ah. Sieht gut aus. Vielleicht ein bisschen weiter. Okay, ein bisschen zurück. Nice. Krasse Waffe haben wir, glaube ich, gekriegt. So. Das andere war unten. Ja, jetzt muss ich hier mal einen sicheren Weg wieder nach unten finden, ey. Das geht zu weit nach unten. Wo bin ich jetzt? Jetzt kann ich echt theoretisch ins Wasser springen. Boah, absoluter Meistersprung gewesen, ey. Puh. Ah, wir gehen hier rum. Und Nummer 3. Direkte Musik. Wie kam ich hier durch, ey? Aber muss ja von hier gewesen sein, weil das kam auf jeden Fall direkt aus Albertos Richtung. Ja, nice. Hemmstoffbehälter erkannt. Wenn der hier drin ist, können wir den von mir aus holen. Wir sind näher rangekommen. Ja, hier ist auch direkt schon Alberto. Und jetzt die Nacht einfach vorbei. Naja. Die Sprengsätze sind am Platz. Zeit für das Feuerwerk. Möchtest du das machen? Ja, und an der Stelle verabschieden wir uns von der PK Story Questline, beziehungsweise zumindest den Part, den wir eventuell da gekriegt hätten. Ist natürlich in Frage gestellt, ob wir da überhaupt irgendwas gekriegt hätten.
Vielleicht wäre das eher was. Komm, Junge, du bist der Executor deiner Arbeit. Ich weiß, wie viel dir das bedeutet. Oder Executioner? Nein, ihr wisst, was ich meine. Bumm! Da hast du ja wieder was Geiles gebastelt, Alberto. Du bist ein echter Handwerksmeister. Der Zünder funktioniert nicht. Ah, danke. Nice. Geil gemacht. Tja, das hat wohl nicht geklappt. Das Windrad steht noch. Der Rotor dreht sich ja noch. Schau. Vincenzos Berechnungen. Die stimmen nicht. Ihr seid zwei richtige Handwerksmeister. Und dann wäre da besser auch geblieben und hättet euer Glück nicht mit Sprengstoff versucht. Das muss hinhauen. Oh Mann, was bastelt der jetzt wieder, ey? Es ist meine Schuld. Was machst du? Eine scharfe Bombe? Bevor die PKs anrücken, gebe ich dir eine scharfe Fernzündung Bombe. Ist zu unsicher. Wegen der Funkstörungen. Was jetzt? Die hier jagt garantiert das komplette Windrad in die Luft. Wie viel Zeit habe ich? Mal sehen. Die geht jeden Moment hoch. Lauf! Und wo soll sie hin? Wohin? Du musst zurück! Und? Tu sie auf! Platzier sie auf! Die muss auf! Junge, was ist los? Muss sie mitten ans Windrad? Ich kann für mich selber reden. Wenn du erlaubst. Muss sie unten ans Windrad? Nein! Das bringt gar nichts. Sie muss an den Rotor. Da oben. Du musst hochklettern. Ganz nach oben? Junge. Im Ernst jetzt? Ja, die ja. Bombe tickt Aiden. Meinst du? Hey. Oh, da ist nämlich schon Behälter. Haben wir noch so viel Zeit? Sick den an, ey. 2 Minuten, ja, da gut, ich meine, das ist ja nicht jeden Moment, ne, also er hat da mal wieder vollkommen übertrieben, der alte Alberto. Und das Gute jetzt ist, die sind alle alarmiert, falls hier noch Gegner sind. So, warte mal, hier war eine Leiter, hier konnte man hoch. Und dann gehen wir, glaube ich, den, ihr Noten, Alter, den gleichen Weg wie gerade. Ah, wieso haben wir den Weg nicht gerade genommen? Ey, geh doch! Was macht der denn da? Da dran? War ein ganz lautes Nein. So bin ich doof. Was wollen die von mir? Ach so! Hey! Hätte ich auch früher drauf kommen können, ganz ehrlich. Komm schon. Weiter.
Komm, schaff mal. Auf gar keinen Fall. Junge, wieso hat er sich nicht festgehalten, Mann? Alter, ey, ja, weißt du was, Aiden? Weißt du was? RIP, Junge, den Tod hast du dir redlich verdient. Wieso hast du dich nicht festgehalten? Bumm. Big Shuck, Alter. Respawn. So ein Müll, ey. Gucken wir, ob wir diesmal hinkriegen. Schaff ich noch. Komm schon. Nice. Schneller. Weiter. Wer tu? Nein, jetzt bin ich wieder runtergesprungen. Scheiße, ich dachte, ich verpasse die Plattform, aber war aber die falsche Plattform. Ey, den ersten nehme ich nicht mit. Der hat gerade schon so gut geklappt. Jetzt mache ich einen Schnitt rein. So. Zur Strafe habe ich Aiden erstmal saufen lassen. Gucken wir, ob wir das jetzt hinkriegen. Übrigens kann ich auch direkt hier hoch. Da muss ich auch nicht dahin durchs Feuer rennen. Geh doch, alter Aiden! Was ist los mit dir? Junge, weil er ein Stab liegt, oder was? Aber Klose. Ah, er kann sich auch am Gitter festhalten. Komm schon. Schneller. Weiter. Okay, wir müssen ziemlich weit. Ich kann doch nicht dann von oben runterspringen. Ich bitte euch. Der kann sich da auch gar nicht so lange festhalten. Wo soll ich denn da hin? Hä, wo soll ich denn da hin? Muss ich links rum hoch klettern an dem Rotor? Also ich meine, ganz doof überlegt. Der hätte mir auch eine Bombe geben können, die zwar nicht ferngesteuert ist, also per Fernzünder, aber trotzdem einen Auslöser hat. Weißt du? Aber just saying. Nichts gegen Alberto. Den kleinen Bastard, ey. So. Erstmal wieder auf den Bus warten. So, aber wo muss ich jetzt hier hoch? Letzte Question. Komm schon. Schneller. Aber ich kann. Nee, das würde ja niemals klappen, Alter. Hä, wie soll ich da hoch? Ach, oder kann ich da einfach hochklettern? Ja, sicher, wahrscheinlich, ne? Oder beziehungsweise, ich halte mich halt direkt oben fest, kletter dann noch ein Stück hoch. Und dann komme ich hier dran. Ja, genau.
Gib mir doch bitte nicht immer dein Windrad, Alter. Ich hoffe, das reicht. Ja, reicht nicht. Ja, beziehungsweise soll wieder warten. Scheiße, Alter. Komm schon, ist noch drin, ist noch drin. Boah, ich glaube, ich muss hier hoch. Und dann rüber. Wenn jetzt nochmal Rotor kommt, bin ich am Arsch. Aiden, bitte, bitte ein bisschen schneller. Kein Stress, kein Stress. Hau das Ding dahin. Ich meine, jetzt hast du nur 3, 2, 1. Ciao, Aiden. Das hätte auch anders enden können. Wird das nicht jetzt gleich hier von Viechern wimmeln? Oh, ist das kalt. Anscheinend nicht. Hallo? Alberto? Was ist los, Alberto? Bin unterwegs. Diese dreckigen Bastarde. Was habt ihr mit ihm gemacht? Tot? Ich glaube, der ist halt echt tot, ne? Die haben den echt. Jetzt bist du dran. Bleib stehen! Ich schlag dich tot! Du entkommst! Er lebt noch. Alberto, halt noch ein paar Sekunden durch, weil nicht, dass ich dich jetzt anspreche und wir dann woanders hingehen. Du wirst sicherlich Verständnis haben. Das nenn ich mal eine Bombe. Meine Bombe. Du hast sie echt toll erwischt. Wir haben sie herrlich erwischt. Ohne dich würde das Windrad noch stehen. Fast so schön wie das Feuerwerk 1900... Damals. Ach, ich bin alt. Und du wirst auch noch älter werden. Hör bloß auf, Aiden. So verwirrt bin ich nun auch nicht. Danke für deine Hilfe. Ich weiß, was alle über mich denken. Klar weiß ich das. Sag allen, dass wir das nur wegen Vincenzo geschafft haben. Okay? Und alles dank dir, Alberto. Nein. Vincenzo gebührt der Dank, okay? Sie lachen ihn aus. Meinetwegen. Aber nun, da wir das hier geschafft haben, werden sie nicht mehr lachen. Verstehst du? Sein alter Herr ist keine Witzfigur mehr. Hat die Peacekeeper zum Rückzug gezwungen. Sag allen, dass er es war. Versprich es mir. Okay, mach ich. Und für dich, Junge. Sag ihm... Bitte sag ihm... Ja, wird gemacht. Sag ihm, wie stolz ich bin. Das habe ich ihm noch nie gesagt. So, ich bin stolz auf dich. Sag ich ihm.
versprochen. Junge, die Tode haben sie krank gemacht, Alter. Ja, und mit dieser traurigen Szene, liebe Freunde, verabschieden wir uns aus der heutigen Folge. Wir sehen uns morgen wieder. Ich muss mich jetzt erstmal ein bisschen erholen. Ey, der Tod hat mich richtig mitgenommen. Und ja, bis morgen. Bleibt sauber. Haut rein.